Nach wie vor Baustelle am AK-Bildungshaus Seehof auf der Hungerburg. Daher heute ein AK-Frühstück aus dem Kongresshotel mit Präsident Erwin Zangerl. Herr Präsident, der neue Konsument sollte bei allen zu Hause sein. Die Titelgeschichte Lebensdauer von Produkten, geplante Schwachstellen. Ich glaube, das ist eine Geschichte, wo wir nicht wirklich auskommen, wo Konsumenten sich einiges gefallen lassen müssen. Ja, wir stellen also im Konsumentenschutz fest, dass leider viele Produkte eine geplante Ablaufdauer haben, meistens dann, wenn die Garantie beendet ist, dass also Teile dann versagen, ja, bewusst. Und da muss man sich vorstellen, was das für eine Verschwendung natürlich von Ressourcen ist, ja, dass wenn ein Teil kaputt wird, die ganze Maschine steht, zum Beispiel Waschmaschine, dann die Reparatur unter Umständen so teuer ist, dass einem gleich empfohlen wird, ein neues Produkt zu kaufen. Ja. Jetzt weiß man, dass das Geld ja nicht auf den Bäumen wächst, auch nicht bei den Konsumenten. Und somit natürlich permanent Ausgaben getätigt werden, müssen die eigentlich nicht notwendig sein. Oder ein Beispiel, nehmen wir mal die elektrische Zahnbürste, nicht? Da weiß man ganz genau, dass also die aufladbaren Batterien ja eine kurze Lebensdauer haben. Jetzt werden die eingeschweißt, das heißt, man kann sie nicht tauschen. Und somit ist klar, dass in einiger Zeit ja, das Gerät natürlich nutzlos wird, weil du die Batterie nicht tauschen kannst. Und da muss man sagen, das kann es nicht sein, da muss man was dagegen unternehmen, denn da wird also den Menschen das Geld aus der Tasche gezogen, was nicht notwendig ist. Wir haben kürzlich auf Tirol TV das Projekt Rückenwind ausführlich vorgestellt. Junge Leute haben die Chance, einige Zeit im Ausland zu verbringen. Wie sind die Reaktionen bisher? Ja, gewaltig, muss man sagen. Also bei uns haben sich jetzt innerhalb von einigen Tagen schon über 40 Personen gemeldet. Meistens die Eltern, auch Großeltern sagen, das wäre jetzt dringend notwendig. Und wir versuchen jetzt, alle in diesen Projekten unterzubringen und für uns bestätigt eigentlich das Richtige getan zu haben, weil da wirklich die Problematik vorhanden ist, Schulabbrecher, Abbrecher in der Lehre, Probleme in der Familie, und da können wir helfen, und das ist, glaube ich, eine nachhaltige Hilfe, die sich für unsere Gesellschaft unglaublich bezahlt macht. Das Projekt Rückenwind, falls es auch für Sie interessant ist, melden Sie sich bei der AK Tirol und unbedingt reinschauen in die neue Ausgabe vom AK Konsumenten.